Seltene Erden tragen auch Sie mit sich herum, also nicht lose in der Hosen- oder in der Jackentasche. Aber seltene Erden, das ist eine Gruppe von 17 Elementen mit mitunter seltsamen Namen. Europium zum Beispiel oder Neodym oder Erbium. Sie sind in einer ganzen Menge Elektronik drin, in Smartphones, in Kopfhörern, in Autos und sogar auf Geldscheinen. WDR 5 Quarks. Hintergrund. Es gibt ein Problem mit den seltenen Erden. Wir kommen in Deutschland an diese Rohstoffe nicht so richtig ran. Sie müssen in der Regel teuer importiert werden. Und obwohl sie in so vielen Geräten verbaut sind, will es mit dem Recycling auch nicht so richtig klappen. Warum eigentlich nicht? Das wollte Sophie Stiegler aus dem Quarks-Team wissen. Und sie ist bei ihren Recherchen auf einige Besonderheiten der seltenen Erden gestoßen. Ein paar Dutzend Häuser an einer Bundesstraße. Rundherum Felder. Der Bus kommt alle ein bis drei Stunden. Die Gemeinde Storkwitz ist nicht gerade eine Attraktion in Sachsen. Oder doch? Denn in 170 Metern Tiefe schlummert ein Schatz, der jetzt erkundet wird. Tausende Tonnen des Rohstoffs, seltene Erden. Das einzige größere Vorkommen der hochbegehrten Metalle in Mitteleuropa. Im Jahr 2012 sollten neue Bohrungen klären, ob man auch so einfach rankommt an den Schatz, erklärte der Ressourcenexperte Jens Gutzmer damals. Dann wird die Firma entscheiden, machen wir weiter oder lassen wir Storkwitz ruhen. Also ich bin gespannt, neugierig und eine gewisse Vorfreude ist da schon dabei. Aufregung beim Oberbürgermeister der Gegend. Zimmer frei für 13,50 Euro, wenn das kein Angebot ist für die Bergleute, die zukünftig hier nach Storkwitz kommen. Doch es wird vorerst keiner kommen. Nach weiteren Untersuchungen stellt sich heraus, ja, nahe Storkwitz lagern mindestens 20.000 Tonnen seltene Erdenverbindungen im Boden. Aber ihr Anteil im Erz ist sehr gering. Der Abbau zu aufwendig, zu teuer. Umsonst die ganze Aufregung. Aber warum war man damals so aus dem Häuschen? Eine kleine Inventur zu Hause macht es vielleicht klarer. Wohnzimmer zuerst? Wohnzimmer. Und wenn ich die Lautsprecherboxen anmache, dann sind da natürlich seltene Erden drin. Neodym, Dysprosium und Praseodym verstärken Magneten, die in Lautsprechern die Schwingungen und damit die Töne erzeugen. Eigentlich kann man alle Lampen auch einrechnen. Mithilfe von Europium wird in LED-Lampen aus blauem Licht warm-weißes Licht. Übrigens findet sich Europium auch in Fernseh- und Smartphone-Bildschirmen. Genauso wie Terbium und Cer für grüne Leuchtfarben. Mit meinem Smartphone könnte ich auch nicht viel anfangen ohne seltene Erden drin. Neodym-Magneten für den Vibrationsalarm und die Lautsprecher, Europium, Terbium und Cer im Bildschirm, Yttrium im Speicherchip. Nicht zu vergessen, das Auto. In Batterien von Hybridautos kommen teils viele Kilogramm Lanthan als Elektrode zum Einsatz. Und natürlich Neodym-Magneten. Was ich nicht zu Hause habe, wo aber mein Strom herkommt, Windräder. Mit riesigen Magneten, mit Neodym, Dysprosium und Praseodym drin. Noch was Wichtiges vergessen? Zum Beispiel der ganz normale Feuerzeug. Da ist Cer drin. Ne? Bernd Friedrich, Leiter des Instituts für Metallurgische Prozesstechnik und Metallrecycling an der RWTH Aachen. Also der Zündstein ist ein Cer-Eisen-Verbindung. Und wenn ich dann eben mein Feuerzeug anmache, dann verbrennt, wenn man so will, dieses Cer zu Ceroxid unter Funkenbildung. Und das machen wir, damit machen wir dann unser Feuerzeug an. Wenn es um Hightech geht, sind selten Erdmetalle oft nicht weit. 17 verschiedene Elemente werden dazugezählt. Allerdings sind die allermeisten davon nicht selten. Und mit dem historischen Wort Erden können die wenigsten heute viel anfangen. Wenigstens optisch passt er noch, sagt Bernd Friedrich. Die sehen natürlich wie Erde aus, wie Dreck, muss man sagen. Wenn man sie zunächst als Bestandteil von Erzen aus dem Boden holt. Danach müssen sie noch in etwa 1000 Einzelschritten aufgetrennt werden. Wenn man die also über den langen Weg der Extraktion dann wirklich auf dem Tisch liegen hat, sehen alle gleich aus.
Ja, also sind alle dieses silbrig glänzende Metall. Die Gewinnung ist nicht nur aufwendig und zum Teil Handarbeit. Zurück bleiben außerdem umweltschädliche Chemikalien und radioaktiver Müll. Deswegen halten sich die meisten Länder hier vornehm zurück, obwohl sie vielleicht Lagerstätten hätten. 90% und mehr der seltenen Erdmetalle auf dem Weltmarkt stammen aus China. Als das Land in den Jahren 2009 bis 2012 plötzlich den Export begrenzte, waren die Abnehmer aufgeschreckt. Wir hatten 2010 ja eine seltene Erdkrise hier, die Preise gingen durch die Decke. Und das hat natürlich dazu geführt, dass alle bisherigen explorierten und vielleicht auch schon mal gelaufenen, aber stillgelegten anderen Lagerstätten wiederbelebt wurden. Siehe Storkwitz. Die andere Möglichkeit: selten Erdmetalle durch andere Stoffe ersetzen. Aber bisher ist man da nicht sehr weit gekommen. Denn die Atome der seltenen Erden haben die perfekte Verteilung von Elektronen, also Ladungen, die sie umkreisen. Und wenn man jetzt Elemente zusammenbringt, mischt, legiert, die genau ideal auf diesen Elektronenbändern sich ergänzen, dann kommt man eben dazu, dass gerade diese seltenen Erden mit den Elementen Eisen und Bor, aber auch anderen, gerade dieses Optimum erfüllen. Dabei reichen oft schon sehr kleine Mengen. Eine Prise Neodym macht einen Eisenbohrmagneten etwa 10-mal stärker. Dysprosium und Praseodym lassen ihn hohe Temperaturen aushalten. Also das hier ist ein Neodym-Eisen-Bohrmagnet. Genau, in einer Festplatte oder aus einer Festplatte. Ist jetzt wirklich nur ein paar Millimeter dick und so eine kleine Scheibe, ungefähr wie ein halber Finger oder so lang. Das ist der stärkste Magnet, der aktuell industriell eingesetzt wird. Das heißt, wenn ich das jetzt hier dran halte, habe ich wahrscheinlich Probleme, es wieder abzupopeln. Ja. Genau. Eine Maschinenhalle an der RWTH Aachen. Dominik Feldhaus leitet hier ein Projekt, das eine andere Möglichkeit erforscht, an seltene Erden zu kommen. Recycling. Und zwar von Neodym-Eisen-Bohrmagneten aus alten Festplatten. Leider ist das nicht so einfach, wie man es sich vielleicht vorstellt. Schritt 1 am Institut: die Magneten zu Pulver mahlen. Erstmal werden die, man könnte sagen, schockgefrostet, weil Eisen sonst so heiß wird bei dieser Zerkleinerung, dass es mit einer Atmosphäre, also mit Sauerstoff, reagieren würde. Dann würden die Magnete brennen, das heißt erstmal sehr, sehr stark abkühlen und dann in der Mühle zerkleinern zu Pulver. Heraus kommt ein silbrig-graues Pulver, das hier in einem langen Drehrohr oxidiert, also im Prinzip verbrannt wird. Den Deckel kann man hier abmachen. Genau. Schritt 2 wird noch deutlich heißer. Das Pulver wird in einem Tiegel mit einer zähen Kohlenstoffmasse vermischt und in einen großen Vakuumofen gesetzt. Dann schließen wir den Deckel. Das Ganze wird dann aufgeschmolzen bei bis zu 1600 Grad. Bei diesem Versuch reagiert dann das Pulver mit dem Kohlenstoff, aber nur das Eisenoxidpulver. Wenn die glühende Schmelze schließlich abgekühlt und ausgehärtet ist, liegt der graue Eisen- und Bohranteil im Tiegel unten, die seltenen Erden größtenteils oben auf. Also wirklich wie Öl auf Wasser. Wie Öl auf Wasser. Bis zu 70-80% seltenen Erdanteil hat die graue Scheibe jetzt. Nicht genug, also nochmal zu Pulver mahlen. Noch eine neue Schmelze. Diesmal per Elektrolyse mit einem Salz. Und wenn ich jetzt Strom anlege, dann eine Salz, dann bewegen sich da drin die Metallionen hin zu dem Stab in der Mitte. Und hier fange ich dann flüssiges Metall. Also hier bildet sich flüssiges Metall, das dann hier in diesen kleinen Tiegel rein tropft, sodass, wenn der hier voll ist, habe ich hier das, was ich haben möchte. Ab jetzt darf keine Luft mehr an das Dreiergemisch aus Neodym, Dysprosium und Praseodym, weil es sofort reagieren würde. Etwa 99,5% Reinheit bekommt Dominik Feldhaus mit seinem Team bisher hin. Vielleicht geht es sogar noch besser. Damit könnte man meines Wissens auch schon wieder in eine
Magnetproduktion gehen. Die Ironie? Das reine, seltene Erdengemisch wird bei der Magnetherstellung wieder mit Eisen und Bor gemischt. Genau das, was man jetzt mühsam abgeschieden hat. Aber die Produktion braucht das Eisen und das Trio aus seltenen Erden nun mal einzeln. Eines lässt sich jedenfalls festhalten. Nicht nur der Abbau, auch das Recycling von seltenen Erden ist nicht gerade einfach. Wobei Ressourcenexperte Bernd Friedrich da teils widerspricht. Also im Labor geht alles. Das gilt ja immer so. Wir können ja beliebig viele Ressourcen reinstecken. Wir können auch den Rest eines Behandlungsprozesses noch mal wieder aufnehmen und schon wieder behandeln. Wir können behandeln ohne Ende. Also technisch kriegt man alles hin. Insofern findet man auch überall in Publikationen, Veröffentlichungen ganz tolle Zahlen. Ne? Wir haben jetzt 98% der seltenen Erden recycelt und so. Da gibt es Methoden, in denen Algen oder sogar Viren dabei helfen, seltene Erden aus Geräten herauszulösen. Aber was davon taugt für die große Masse? Und was ist auch finanzierbar? Und da wird es dann schon arg dünn. Bisher werden weltweit so gut wie keine seltenen Erden recycelt. Und Bernd Friedrich glaubt, dass es noch eine Weile dauert, bis sich das ändert. Also ich würde sagen, ja, 2030. Dann dürfte der erste große Schwung Elektroautos ins Recycling gehen, mitsamt seltener Erden. Denn es braucht erst einmal einen großen Schrotthaufen, damit es sich lohnt, Recyclingfabriken aufzubauen. Allein von Festplatten können Sie vergessen. Da müssen die Großmagnete der Windkraftanlagen her, da müssen die neuen Magnete her aus den Elektrofahrzeugen, von den Antrieben. Aber wenn das dann eher alles mal kommt und gesammelt wird, dann wird das langsam interessanter, ja. Bisher können wir selbst da leider wenig tun. Es gibt zwar Sammelstellen für Elektrogeräte, aber auch wer sein Handy oder seine Festplatte dahin bringt, seltene Erden werden daraus ziemlich sicher nicht recycelt. Viele Leute machen sich auch einen Gedanken, sagen, ich kaufe ein Elektroauto erst dann, wenn ich genau überzeugt bin, dass auch das Recycling der Batterien nachhaltig gemacht wird. Ja, das ändert sich, aber ich glaube, es ist noch ein langer Weg dahin. Und Storkwitz mit seinem Schatz? Wird der vielleicht doch noch gehoben, wenn die Preise wieder steigen? Ich sehe dem nicht sehr optimistisch gegenüber. Was schätzen Sie, wie groß ist die Chance, dass in Deutschland jemals seltene Erden nennenswert abgebaut werden? Null in den ersten 100 Jahren. Okay. Seltene Erden und Recycling. Also im Labor geht es, aber im großen Stil schwierig. Warum es noch nicht so klappt mit dem Recycling, das hat Sophie Stiegler uns erzählt hier für WDR.